Das mag auch den einen oder anderen erstaunen, dieses Thema heute zu hören. Denn was hat die Energiemedizin mit dem Fernsehen zu tun? Ja, bisher eben leider so gut wie gar nichts. Das heißt, die Energiemedizin befindet sich in einem Raum, den man als elitär bezeichnen könnte. Wenn man die Kongresse der Energiemedizin sich anschaut, es sind 100 Teilnehmer, vielleicht auch 200, vielleicht auch 300, maximal vielleicht mal 600, aber damit hat es sich. Das heißt, die Energiemedizin geht nicht in die Welt hinaus. Die Menschen, die Bevölkerung verstehen die Energiemedizin nicht. Und sie können sich auch gar nichts darunter vorstellen. Deswegen dieser Ansatz, die Energiemedizin hinauszutragen in die Bevölkerung. Wir haben in der Schweiz begonnen vor 4 Jahren mit Time to Do TV, Norbert Brackenwagen, der 5-mal pro Woche abends Interviews gesendet hat im Sender Schweiz 5. Sie sehen, wir sind hier aus der Schweiz und die Schweiz ist auf dem Gebiet tatsächlich vorne. Das lief und läuft immer noch über Kabel, Cable.com. Anschließend wurden und werden die Videos auf YouTube hochgeladen, sodass man sie dort alle finden kann. Und hinzu kam dann noch ein Livestream, der aktuell online über Internet zu empfangen ist. Also es waren 2 Methoden, Cable.com und der Livestream. Parallel dazu lief das Alpenparlament, vielleicht hat es der eine oder andere mal gesehen, von Hans Dienstknecht als Moderator Michael Vogt. Aber nachdem Michael Vogt wegging und Querdenken TV begründet hat, ging es mit dem Alpenparlament ein Stück weit bergab. Time to Do jedoch existiert nach wie vor und seit etwa 6 Jahren, 5-mal in der Woche wird gesendet. Time to Do hat in der Schweiz eine Gemeinde, eine Zuschauergemeinde von etwa 400.000 Leuten. Das ist ja schon mal etwas. Das ist Norbert Brackenwagen hier am 17.01.2014. Ho'oponopono heilt. Heilung durch Vergebung. Das ist ein Thema, was in der Energiemedizin wenig angesprochen wird, das aber eigentlich die Basis der Energiemedizin sein sollte. Vergebung. Denn das ist ja die Medizin der Bergpredigt. Das Abendland, das sogenannte christliche Abendland, lebt die Bergpredigt ja nicht. Die USA schon mal gar nicht. Und daher war es nötig, dass aus Hawaii über Ho'oponopono die Bergpredigt nach Europa kam. Und das hat er dann 2014 Sendung gebracht. Bei YouTube hat Time to Do inzwischen über 17 Millionen Ergebnisse und 28.000 Followers. Eine Menge. Dennoch ist es in Deutschland nicht gerade bekannt, weil es, wie gesagt, primär über Cable.com gelaufen ist. Das Prinzip war Aufklärung der Zuschauer. Alles Alternative wird akzeptiert, hingegen nicht Gewalt und nicht Fanatismus. Der Mainstream ist unwichtig. Also Mainstream wird einfach nicht gebracht, weil der sowieso in allen Medien erscheint. Es findet keine Wertung oder Beurteilung statt. Die Themen werden genommen, wie sie sind. Das betrifft nicht nur die Medizin, auch viele andere Themen, die ja die Menschen heutzutage bewegen. Entscheidend